Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu Outer Wilds. Einen kleinen Let's Play, das ich mit euch gerne machen möchte. Und das mache ich nicht alleine, denn der liebe Anenok ist mit dabei. Der hat mir das Spiel auch empfohlen und wird quasi die Sprecherrolle im Spiel übernehmen. Hi Anenok. Hallo, ich freue mich so sehr drauf, dass du das endlich mal spielst. Ja, hat lang genug gedauert, aber jetzt ist es soweit. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es auch. Und was noch speziell ist, ich spiele das Ganze mit Controller. Das wird was Neues sein. Wie würdest du den Outer Wilds denn beschreiben? Es ist quasi eine Sandbox. Also da kannst du eigentlich alles machen, was du willst, in einem kleinen Sonnensystem. Und vor allem das Wichtigste in diesem Spiel ist der Forschungsdrang. Also irgendwas entdecken zu wollen, nachzufragen, warum ist das so und wie komme ich zu einer Lösung zu dieser Frage. Und es ist von Anfang an eigentlich quasi alles möglich. Die einzige Sache, die einzige Hürde, die du als Spieler hast, ist Wissen. Sobald du weißt, wie etwas geht, kannst du es auch selber benutzen, dieses Wissen, um gewisse Hürden zu überqueren zum Beispiel. Okay. Und eine andere Sache, falls ihr jetzt das Gefühl habt, diese kurze Erklärung hat mir schon genügt, um zu sagen, okay, das ist ein interessantes Spiel, spielt es unbedingt auch selber, bevor ihr dieses Let's Play schaut oder bevor ihr euch irgendwie anders spoilern lasst, weil eben dieses Wissen quasi den Hauptteil des Spiels ausmacht. Und sobald man was weiß, dann kann man es nicht mehr selber entdecken. Okay, klingt spannend. Ja, dann schauen wir doch mal rein. Neue Expedition wird geladen. Mal schauen, was uns gleich erwarten wird. Aufwachen. Oh, Feuerwerk da oben. In der Tat. Okay, ja, also mit der Steuerung komme ich jetzt, glaube ich, mal klar. Da haben wir vermutlich geschlafen und wird noch erklärt, wer wir eigentlich sind. Wir sehen uns ja leider selber nicht. Und. Hallo. Reden mit Schiefer. Da ist ja unsere Pilotenhoffnung. Zurück von deinem kleinen Lagerfeuer unter den Sternen vor dem Start, wie ich sehe. Heute ist also der Starttag, was? Es kommt mir vor, als wärst du erst gestern dem Weltraumprogramm beigetreten. Und plötzlich stehst du hier und verlässt uns auf deine einsamen Reise. Was meinst du? Bist du bereit, diese Schönheit in den Himmel zu schießen? Sie ist vollgetankt mit Treibstoff und fertig für den Start. Ja, ich glaube, ich bin noch nicht bereit. Ich frage mal, ob wirklich alles repariert ist. Da war doch nur ein einziges Mal ein Problem. Gut, danach vielleicht noch ein paar Mal, aber ich finde, man sollte sich nicht so an der Vergangenheit festklammern. Ja, ich weiß nicht, soll man da wirklich reingehen in die Rakete? Aber egal, du benötigst die Startcodes von Hornfels aus dem Observatorium, bevor du in die Luft gehen kannst. Bring sie mir her, sobald du dich von allen verabschiedet hast und so. Alles klar, also. Das. Was ist die Rakete? Ach, da oben dann. Nee. Kannst du vielleicht noch schnell in den Einstellungen was machen? Ja, was denn? Es gibt, geh mal in die Einstellungen. Ja. Es gibt bei erweitert, glaube ich. Ich mach das mit der Maus. Ja. Gibt es, glaube ich. Ist es bei einfach? Nein. Also was willst du denn machen? Es gibt die Option, dass wenn Text angezeigt wird, dass das Spiel quasi angehalten wird. Das hilft dir dann später. Ja, die Option, ich weiß, was du meinst. Aber das wollte ich nicht anmachen, weil dann hat es geheißen, dass dann Animationen auch stoppen. Ja, aber es ist schlussendlich besser. Es ist stressfreier dann. Ich glaube, das ist besser. Okay, ja, wie du meinst. So, fortsetzen. Alles klar. Was können wir denn hier noch machen? Marshmallow rösten. Oh ja, das machen wir mal. Guten Appetit. Nicht verbrennen, bitte. Zu spät. Okay. Yummy.
Schön crunchy. Alles klar, dann schauen wir uns mal hier mal um, was wir so haben. Springen A gedrückt. Drückt halt nur loslassen. Okay. Also man merkt's, ich mache das sehr selten mit Controller. Es hilft einfach bei bestimmten Stellen im Spiel eine Möglichkeit zu haben, die sehr sanfte Bewegungen zulässt, anstatt voll rauf und voll gar nichts geben. Also entweder 0 oder 1 mit der Tastatur. Okay. Aber was genau ist jetzt hier die Rakete? Ich meine, das ist der Lift hier nach oben. Genau, und da oben siehst du ganz wenig von der Rakete. Also da, wo die Spitze des Baums ist, da ja, ganz klein daneben ist das dieses Schiff. Aber das also, siehst du dann nachher besser. L-Schiff fliegen. Schub nach unten, oben. Aha, okay. Okay. Kann ich das da? Perfekte Landung! Wow, das ist sehr viel besser als mein erster Versuch. Ja, fast perfekt. Eine kleine. Wow. Man könnte meinen, du hättest das schon geübt. Oh, okay, naja, never mind. Okay. Zurücksetzen. B. Okay, spaßig. Und ich denke mal, da oben müssen wir hin. Mhm. Moin, da ist ja noch jemand. Reden mit Glimmer. Was für eine Landung. Ich schätze, deshalb lässt Ski für dich das richtige Ding fliegen, nicht wahr? Scheint wohl so. Oh, das wird noch spannend. Ich muss mich noch an die Sprecherrolle gewöhnen. Es ist ungewohnt, Sachen vorzulesen. Okay. Was machst du hier Gutes? Glühwein. Braune Brühe. Hallo Küken. Ich habe gehört, dass du uns verlässt, um bei den Sternen nach Abenteuern zu suchen. Wenn du zurückkommst, können wir zusammen mit Eisenhut eine Flasche von gutem Zeug aufmachen. Na, eigentlich suche ich nur ein Abenteuer bei einem Stern. Die anderen sind so weit weg. Okay. Das gute Zeug ist weniger ein leckerer Harzwein, als vielmehr bängstige Herausforderung für die Verdauung. Ja, ich mach das. Ein eiserner Magen ist das Kennzeichen wahrer Kamina, mein Freund. Unser abgehärteter Lebensstil als Jäger und Sammler hat sich durch Versuch und Irrtum entwickelt. Ich meine damit, dass unsere Vorfahren überlebt haben, indem sie eine Menge übler Sachen gegessen haben. Wohl wahr, wohl wahr. Wo kommt der große Schatten her? Okay. Ah, das ist die Sonne, die untergeht. Okay. Out of Wales, Ventures präsentiert Postkarten aus dem Orbit. Satellitenkamera nutzen. Was ist das? Der Projektor ist mit dem Himmelsknipser-Satellit verbunden, der aktuell um den Holzkamin kreist. Der Satellit verfügt über 2 Kameras. Versuche mal, einen Snapshot von unserem Dorf zu machen. Okay. Kannst immer wieder neu machen. Das ist ein Live-Satellit. Da ich würde ist sagen, es da. Okay. Sieht man den auch? Nee, oder? Wahrscheinlich. Ja, den sieht man schon. Aber er ist halt jetzt schon wieder weg, weil es rundum geht. Und das ist unser Mond. Der ist aber ziemlich nah. Ist auch nicht ganz so groß wie der Erdenmond. Lesen. Dieser Pilotensitz, der von unser aller Astronautenidol Felsbad benutzt wurde, ist alles, was vom ersten Flug in den Weltraum übrig geblieben ist. Obwohl es Stimmen gibt, die sagen, dass eine solche Auszeichnung eine wirklich haarsträubend großzügige Definition des Fliegens erfordert, wird dieser Tag dennoch für immer als Meilenstein in der Geschichte der Kamina in Erinnerung bleiben. Das ist wie so ein kleines Wahrscheinlich Museum heißt hier. Es Kamin A, weil der Planet, auf dem du bist, heißt Holzkamin. Also Kamin A, Kamina. Das sind auf alle Fälle kreative Namen hier.
Moin. Du startest also wirklich in dem Ding, hm? Die explodieren tatsächlich nicht mehr so oft wie früher. Oh, super. Ich habe gehört, dass meine Überlebenswahrscheinlichkeit statistisch gesehen recht hoch sind. Ich mach das. Ich weiß nur, dass dank dem Raumprogramm und Glimmers Modellraketen deutlich häufiger Dinge Feuer fangen als früher. Ich weiß nicht. Beruhigend. Ich glaube, ich überlege mir das nochmal mit der Rakete. Mein Holzfäller. Heute ist also der große Tag, hm? Hell wird dich vermissen. Apropos großer Tag. Ich habe mir mal Gedanken über die Plattform gemacht, von der die Schiffe starten. Sie ist schon ziemlich alt. Ist es nicht an der Zeit, eine neue, weniger entflammbare zu bauen? Dieser große Baum im Dorf wäre die ideale Wahl. Ich würde dem Raumprogramm gern helfen. Sag einfach Bescheid. Okay, warte mal, netter Versuch. Wir wissen alle, dass du es auf diesem Baum abgesehen hast. Die Abschussrampe ist entflammbar? Ja? Ist dir das nicht aufgefallen? Keine Sorge, bisher hat sie allen Startstand gehalten. Bei deinem wird das sicher nicht anders sein. Wahrscheinlich. Ja. Ich sehe schon, Profis am Werk hier. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Observatory. Okay. Die zwei Kinder sind auch noch süß. Ja, mal schauen, was er zu sagen hat. Fischgedicht. Warum beißen da die Fische nicht? Du verlässt den Krater. Wir werden wohl alle etwas mehr zu tun haben, wenn du nicht da bist, um uns zu helfen. Dieser große Wasserplanet, Untiefen der Riesen, da würde ich hinfliegen. Ich muss Hornfest finden. Warum das? Schauen wir mal. Einmal, als das restliche Dorf schon geschlafen hat und nur wir beide am Lagerfeuer saßen, hat Gabor mir von der ersten Reise auf die Untiefen der Riesen erzählt. Gabor konnte einfach nicht in den Wellen landen, aber nicht weit nach unten sehen. Wahrscheinlich, weil das Wasser so trüb war, zu dunkel. Gabor wollte sehen, was unter der Oberfläche lag und hat deshalb beschlossen, tiefer zu gehen. Ist immer tiefer und tiefer nach unten vorgedrungen. Und plötzlich ging es nicht mehr weiter. Ja, die Untiefen der Riesen haben eine undurchdringliche Strömung. Ich habe unterschätzt, wie langweilig das werden würde. Hey! Ja. Ich mochte dich von allen Astronauten schon immer am wenigsten. Ah. Wow. Wie fies! Jetzt habe ich schon mal Pluspunkte hier. Jetzt ist wenigstens weniger laut hier oben. Was war das? Okay. Oh, mit dir kann ich reden. Hey, Astronaut. Du kennst doch den Fleck Geistermaterie hinter diesem Zaun, nicht wahr? Eisenhut hat gesagt, dass er früher noch größer war. Geistermaterie verdampft nämlich. Es dauert aber super lange, bis sie verschwindet. Ich hoffe, dass es noch Geistermaterie im Dorf gibt, wenn ich erwachsen bin. Geistermaterie ist toll. Geistermaterie ist super cool. Sie kann dir sonst was wegbrennen. Du sollst keine Steine hineinwerfen. Geistermaterie ist gefährlich. Vergiss nicht, dass Tiktit durch Geistermaterie einen Fuß verloren hat. Okay. Offensichtlich. Das macht sie doch erst so toll. Hey, ich bin nicht so blöd, sie anzufassen. Ach, du bist so typisch erwachsen. Okay, was haben wir hier? Lesen.
Gefahr. Innerhalb des Zauns befindet sich ein Einschluss von Geistermaterie. Eine seltsame und unglaublich kalte Substanz, die für das bloße Auge unsichtbar ist. Die gute Nachricht ist, dass sich Geistermaterie mit einer Kamera aufspüren lässt. Eine Bewegung durch Geistermaterie ist unglaublich schmerzhaft und führt wahrscheinlich zum Tod. Beschwer dich nicht bei mir, wenn du dich verletzt, weil du damit Unfug getrieben hast. Hornfels. Okay, geh mal davon aus, dass ist der Satellit. Oben was? Im Himmel. Er da? Nein, irgendwas anderes war... vielleicht habe ich auch in den Raum geguckt. Okay. Das wird bestimmt noch ein Spielelement für später. So, da. Hero G Cave. Das klingt witzig. Ich gehe erstmal hier nach oben. Hier. Ich sah Rauch aus dem Jungrindenkrater im Norden aufsteigen und dachte mir, das sollte ich mal überprüfen. Du kannst den Scoutwerfer benutzen, solange ich weg bin. Mach ihn aber bitte nicht kaputt. Tech Deed. Okay. Aber eine schöne Aussicht. Und da ist unser Raumschiff. Endlich sieht man es mal. Mhm. Noch jemand? Okay, Scoutwerfer nutzen. Richten. Scout starten. Jetzt kannst du damit Fotos machen. Okay. Scout starten. Okay, cool. Ich könnte mir noch vorstellen, dass ich das bei Planeten dann mal brauche, um zu gucken, wo was ist. So, hier hinten haben wir nur den Baum. Ich gehe mal da rein, das klingt witzig. Moin. Hey, ich dachte, ich sehe dich vielleicht nochmal vor dem großen Start. Bist du aufgeregt? Klar, als wärst du vor deinem ersten Flug nicht aufgeregt gewesen. Ich bin etwas nervös, ja? Machst du witzig? Was, ich bin ein Naturtalent. Ja, natürlich. Natürlich, ja. Wirklich? Ist ja lustig. Ich kann mich noch daran erinnern, als du zum ersten Mal ein Jetpack angeschnallt hast und wir dich aus dem Krater nahe des Südpols fischen mussten. Okay. Also hör zu, unten in der schwerelosen Höhle ist ein Satellit aufgebaut, der keinesfalls nur ein kaputtes Bergbaugerät ist und der repariert werden muss. Wenn dir der Sinn nach einem letzten Schwerelosigkeitstraining steht, fahr mit dem Aufzug runter und geh in die Höhle. Oder auch nicht, wenn du dir sicher bist, dass du Schiffsreparaturen im All ausführen kannst. Ein reparierter Satellit kommt sofort. Cool, na dann los. Und hol dir vor deinem ersten Start keine Gehirnerschütterung. Ich versuch's. Okay. Lift aktiviert. Okay. Das ist aber... Okay, das ist irgendwie gruselig. Nur eine Höhle. Hat es denn irgendwie so Horroraspekte im Spiel? Ganz klein wenig. Aber nicht wirklich viel. Im DLC gibt es dann ein bisschen mehr. I get it. Oh, da ist ja jemand. Guten Tag. Hey, hey, nett von dir, vorbeizuschauen. Ich brauche etwas sagen, was her mit dem Matsch- und Klatschgeschichten. Warte mal, wo ich heute hingehe. Ja, das da.
Oh nein, 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 niemals! Wenn du ins All hauen willst, dann ist das deine Sache. Aber zwing mich nicht dazu, du weißt schon, daran zu denken. Schlimm genug, dass wir hier unten diese seltsame Höhle haben. Ich glaube, ich mache das mit der Animation wieder an, weil ich finde es ein bisschen doof, dass sie das einfrieren. Erstmal. Lass es bitte so. Na gut. Du wirst später kein Problem mit den Animationen mehr haben. Ach, da unten vermute ich mal. Oh, wow. Was? Null von... Oh, shit. Horizontale Schubrollen. Was? Ah, so geht es. Okay, das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Es ist ja auch Bewegung im Weltall. Das ist nicht was, was man jeden Tag macht. Nee. Geschwindigkeit anpassen ist im Prinzip einfach, dass du so schnell wie das Objekt dich bewegst, dann dass du fokussiert hast. Geh wieder zurück. Okay, cool. Alles klar. Was ist das andere? Das Ding ist, man verliert hier halt voll die Relation, wo oben und unten ist. Weil es im Weltall kein oben und unten mehr gibt. Okay, sehr gut. Also nur noch einmal. Das wo ist? Warum ist es da hinten so dunkel? Autsch. Kann man sterben in dem Spiel? Ja, natürlich kann man das. Es ist das Weltraum. Der Weltraum. Das Weltall. Du bist in die dritte Stelle. War das nicht unten dran? So rot? Gute Frage. Ach, da ist was. Ja. Okay, das Ding ist wieder aktiv. Und wir gehen hier mal wieder raus. Ist unheimlich. Okay, danke für das richtig Ausrichten. Also der Planet hier ist schon mal sehr seltsam. Und die Leute sind auch seltsam. Du hast ja auch immer die allerbesten Gesprächsoptionen ausgewählt, oder? Ja. So, hier glaube ich geht's raus. Wunderbar. Und tschüss. Oh, unser Süd ist weg. Schade. Kriegst ihn bald wieder.
So. Und wer war's hier? Gut gemacht, natürlich. Gut gemacht. Achso, ja. Hey, du nimmst mir einfach meine Gesprächsrolle weg. Das macht die Gewohnheit. Gut gemacht. Natürlich wird das etwas stressiger, wenn du durch das Weltall treibst, aber denk einfach an dein Training und versuch, nicht mit was Großem zusammenzustoßen. Ich merke schon, du bist heiß drauf, diesen Felsen zu verlassen, also hol dir die Startcodes vom Observatorium und dann hau endlich ab. Viel Glück da draußen und hey, lass dich nicht umbringen, jetzt wo ich so viel Zeit in dein Training investiert habe. Okay, ja, dann gehen wir da mal hin. Hier haben wir es aber alles gesehen. Dort zwar noch den Baum. Observatory in die Richtung. Die anderen Welten auch so schräg. Wie die. Ja. Jede Welt auf eine andere Weise. Da gibt es jetzt wie zwei Wege. Launch Tower. Das führt dich dann wieder zur Rakete, aber du musst ja zuerst ins Observatorium. Das Hornfest geschossen, fetch war Eskar Slade. Und ist die Pioniere. Mhm. Gründungsmitglieder der Outer Wilds Ventures. Im Uhrzeigersinn von oben links: Hornfels, Eisenhut, Schiefer und Felsbad. Feldspat. Es sieht spacig aus. Was? Diese bemerkenswert unversehrte Statue wurde von den Nomai gemeißelt, einer uralten Spezies, die vor tausenden von Jahren in unserem Sternsystem lebte. Die Statue ermöglicht uns unseren bisher detailliertesten Blick auf die Nomai, die anscheinend mit Fell bedeckt waren. Man beachte den dekorativen Schmuck, der als Teil des Geweihs gemeißelt wurde. Obwohl ihre Artefakte und Bauten auf fast jedem Planeten in diesem Sternsystem gefunden wurden, wissen wir immer noch nicht, woher diese Spezies stammt oder was mit ihnen passiert ist. Okay. Da ist noch, war noch eine Frau, oder? Ja, mit der würde ich jetzt nicht quatschen. Oh, okay. Coming soon. Okay. Der seltsame Stein, der sich in dieser Grotte bewegt, scheint auf bewusste Beobachtung zu reagieren. Die Besonnenen unter uns erkennen, dass hier eine Art optische Täuschung vorliegen muss, doch Gabor behauptet, dass der Schein in allen möglichen Zuständen existiert, bis er beobachtet wird, was auch immer das bedeuten mag. Was auch immer tatsächlich geschieht, alle Seiten stimmen darin überein, dass der Effekt extrem gruselig ist. Okay. Okay. Irgendwie witzig. Ich könnte mir noch vorstellen, dass es mit sowas dann später noch Rätsel gibt. Okay, dann gehen wir mal da rein. Sonnensystem hier. Wow, du siehst eklig aus. Lebt anscheinend noch. Was zum... Okay. Okay. Das ist cool. Bestimmte Tafel dazu, ja. Dieser Kristall wurde von einer Nomai-Ruine auf dem bröckeligen Krater entnommen. Er scheint eine lokale Gravitationsverzerrung zu erzeugen und wurde höchstwahrscheinlich dazu verwendet, Steilflächen zu überqueren. Probier ihn aus. Hast du ja schon. Echt witzig, ja. Der Zufall. Oh, was ist hier? Da geht noch zur Mauer. Oh. Ist der da? Ja. Oh, was zu... Gedückt halten, übersetzen. Zu nah am Zieltext.
Was unübersetzte Normalschrift? Ja, dann drücke. Ja, mach ich ja. Nein, du drückst das falsche, den falschen Knopf. Ja. Wir sind fast fertig. Felix und ich haben die Konstruktion abgeschlossen und sie sagt, dass Kalibrieren des Geräts nicht mehr zu lange dauern wird. Glücklicherweise wird die... Hey! Glücklicherweise wird die fehlende Atmosphäre des Abraumfelsens die Kalibrierung vereinfachen. Ich freue mich, nach all der Zeit unsere Suche endlich wieder aufzunehmen. Okay, das ist basic. Aber noch sicher auch was machen. Sieh genau hin. Diese Bälle bewegen sich von alleine. Der Boden ist exakt eben. Also, was denkst du, verursacht diese gruselige Bewegung? Die Antwort ist der Mond. Während er um unseren Planeten kreist, zieht die Schwerkraft des Abraumfelds Objekte aus verschiedenen Richtungen an. Tatsächlich zieht er dich gerade jetzt an. Okay, cool. So, gehen wir mal hier nach oben. Müsste noch irgendwo ja jemand mal auf uns warten. Okay. Party aufrufen. Oh, was zum... Alles klar. Das ist das Sonnensystem. Okay, und hier kann ich überall hin. Genau. Enzo. Und jetzt mit dem DLC kommt dann ein neues System dazu, oder wie? Ich verrate da nicht so viel. Okay. Ich versuche generell Spoiler, wenn möglich, zu vermeiden. Also wenn du irgendwelche Fragen stellst, werde ich meistens keine Antwort geben. Moin. Da bist du ja! Ich habe alle Startvorbereitungen abgeschlossen und die örtlichen Bedingungen sind gut. Es wird Zeit, unseren neuesten Astronautenzugang ins All zu schicken. Und du wirst unser Astronaut Numero Uno mit einer Nobai-Übersetzungsmaschine sein. Ich gebe zu, dass ich ganz aufgeregt bin, wenn ich über die Möglichkeiten nachdenke. Wir sind besser ausgerüstet als jemals zuvor, um die Mysterien der Nomai zu entschlüsseln. Du und Hal, ihr könnt wirklich stolz auf eure Arbeit sein. Sag mal, was hast du vor, sobald du da oben bist? Ich bin mehr über den Nomai erfahren. Ich werde die anderen Reisenden besuchen. Ich will Orte besuchen, wo noch niemand vor uns war. Ich glaube, ich fange mit etwas Kleinem und Überschaubarem an. Ich weiß es noch nicht. Ah, ich lasse mich überraschen. Du willst also dem Pfad von Felsbad in dieser großen Tradition der Outer Wilds Ventures folgen, nicht wahr? Das habe ich mir schon gedacht. Nun, du solltest dann auf jeden Fall versuchen, deine Übersetzungsmaschine da draußen möglichst oft einzusetzen. Na dann, jetzt heißt es nur noch, dich endlich hochzuschicken. Alles in allem ist es ein wunderbarer Tag für den Start. Ich bin bereit, im Weltall zu sterben. Ich bin nicht abergläubisch, aber beschwörst du nicht das Unglück herauf, wenn du sowas sagst? Wie dem auch sei, hier sind die Startcodes. Mach dir nicht zu viele Gedanken. Unsere Schiffe sind sehr sicher. Dazu haben wir Schiefer immerhin überredet bekommen. Viel Glück da draußen. Sag Bescheid, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Cool, na geht's ja jetzt erstmal wirklich los. Gehen wir mal zur Rakete. Wird schon schief gehen. Ich glaube, das war der Ausgang. Okay. Yes. War das jetzt gerade ein echtes Replay von dem, was ich gemacht habe? Ja. Okay. Bibi. Also ist eigentlich unsere Hauptmission, mehr über sie zu erfahren. Jetzt so ein bisschen rausdeute. Moin. Hey, also hast du dir die Nomai-Statue genau angesehen?
Die Statue hat geleuchtet. Warum hat sie geleuchtet? Wow, wow. Die Statue hat was gemacht? Ihre Augen haben sich geöffnet und dann hast du Bilder aus deiner eigenen Erinnerung und Lichter um dich herum gesehen? Du meinst eine Halluzination? Hör zu, nichts für ungut, aber bist du sicher, dass du starten kannst? Ich meine, medizinisch gesehen? Weißt du was? Denk nicht weiter drüber nach. Nein, die Statue ist eindeutig seltsam. Ich meine, wenn du meinst, dass das passiert ist, dann ist es wohl so. Aber warum? Kornfels hat alles versucht, um die Augen der Statue zu öffnen zu bringen, und so etwas ist dabei noch nie passiert. Also glaube ich nicht, dass du von der Statue im Museum irgendwelche Antworten bekommen wirst. Ich glaube nicht, dass du von der Statue im Museum irgendwelche Antworten bekommen wirst, aber Gabro plante noch eine Reise zu den Untiefen der Riesen. Ich weiß aber nicht, zu welcher Insel. Vielleicht kann Gabro dir mehr dazu sagen. Andererseits ist Gabro eben, naja, Gabro. Also vielleicht solltest du lieber selbst nach Informationen suchen. Oje, jetzt bin ich echt neidisch, dass du ins Weltall fliegst. Hey, schau mal, ob du unsere Übersetzungsmaschine nutzen kannst, um mehr über die Statue herauszufinden, ja? Viel Glück und guten Flug! Okay. Wird immer merkwürdiger hier. Schnell weg hier. Okay, Holzlift. Oh, Tatsache. Will aber mit dir da jetzt nicht runterfahren. Moin. Moin, sagt er mitten in der Nacht. Standard. Ach, da kann man runter. Okay. Ja, dann. Rauf zur Rakete. Start kurz eingeben. Ist bestimmt normal so. Schauen wir uns das mal an hier. Sieht spacig aus. Ja, ein bisschen zusammengebastelt. Es geht bestimmt gut. Oh mein Gott. Okay, liebe Leute, wie es jetzt damit weitergeht, seht ihr dann in der Episode 2 und lasst auf alle Fälle Kommentare da, wie es euch bisher gefällt und ob ihr natürlich da ein komplettes Let's Play sehen wollt. Also Folge 2 gibt es garantiert und dann je nachdem, was ihr sagt, spielen wir dann weiter. Bis dann, ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.